Isst du gerne Fisch? Fisch kann eine großartige Quelle für wichtige Nährstoffe und Omega-3-Fettsäuren sein. Aber nicht jede Fischsorte ist gleich gesund. In unserem heutigen Video zeigen wir dir die 5 gesündesten Fischsorten, die du in deine Ernährung einbauen solltest, sowie 5, die du lieber meiden solltest, um deine Gesundheit zu schützen. Nummer 1. Hering. Hering ist reich an Omega-3-Fettsäuren und hat einen niedrigen Quecksilbergehalt. Mit wertvollen Nährstoffen wie Vitamin D und Selen stärkt Hering das Herz-Kreislauf-System und wird besonders Schwangeren empfohlen. Nummer 2. Regenbogenforelle. Diese farbenfrohe Fischart enthält wenig Quecksilber und viele wichtige Mineralstoffe wie Kalium und Phosphor, die zur Senkung des Blutdrucks beitragen und die Knochengesundheit fördern. Nummer 3. Wildlachs. Wildlachs liefert wertvolle Omega-3-Fettsäuren und enthält weniger Schadstoffe als Zuchtlachs. Auch in der Dose ist Wildlachs eine hervorragende Wahl für eine ausgewogene Ernährung. Nummer 4. Sardinen. Diese kleinen Fische sind ideal für Schwangere und ältere Menschen, da sie reich an Calcium und Vitamin D sind, was für starke Knochen und ein gesundes Herz sorgt. Nummer 5. Atlantischer Makrele. Diese Makrelensorte enthält viele Antioxidantien, die das Herz schützen und hat im Gegensatz zur Königsmakrele einen niedrigen Quecksilbergehalt. Und nun zu den Fischsorten, die du lieber vermeiden solltest. Nummer 6. Kaiserbarsch. Diese Fischsorte enthält hohe Mengen an Quecksilber und ist durch Überfischung bedroht. Die Fangmethoden schaden zudem empfindlichen Meereslebensräumen. Nummer 7. Wilder atlantischer Heilbutt. Mit einem hohen Quecksilbergehalt und schädlichen Purinen, die das Risiko für Gicht erhöhen, ist der wilde atlantische Heilbutt nicht empfehlenswert. Nummer 8. Zuchtlachs. Zuchtlachs wird häufig in überfüllten Becken mit Medikamenten behandelt und kann höhere Mengen an Schadstoffen aufweisen. Nummer 9. Blauflossen-Thunfisch. Der Blauflossen-Thunfisch ist vom Aussterben bedroht und enthält zudem hohe Mengen an Quecksilber. Als Alternative bieten sich Dosen-Sardinen oder Biohühnchen an. Nummer 10. Königsmakrele. Diese Makrelensorte enthält besonders viel Quecksilber und ist für Kinder und Schwangere nicht zu empfehlen. Wenn du also das nächste Mal Fisch kaufst, denk an diese Tipps, um die gesündesten und nachhaltigsten Optionen zu wählen. Hat dir das Video gefallen? Dann lass uns gerne einen Daumen nach oben da und vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit du keine weiteren Gesundheitstipps verpasst. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.